Über eine 200 Meter längere Distanz als heute siegte im Juli in Bad Harzburg Al-Hitmi gegen Laida und Royal Emerta. Die Gewichte sprechen nun jedoch für Laida und Al-Hitmi kommt aus einer Pause. Das große Plus von Royal Emerta dürfte heute vor allem Startbox 1 sein. An der Außenseite und jetzt kommt der Royal Emerta, aber Al-Hitmi mit Laida, Laida, Al-Hitmi, 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 Al-Hitmi mit Laida. Dahinter dann Royal Emerta vielleicht noch ganz knapp. Notre Amare steht nach zwei zweiten Plätzen zum Sieg. Die Stute war in Dortmund auf 300 Meter kürzerer Distanz vor Black Phantom, Let's Fly und Bomaro, die die Plätze 5 bis 7 belegten. Black Phantom lief damals gegenüber seinem Debüt verbessert und könnte sich weiter gesteigert haben. Doch eine Formumkehr gegen Notre Amare dürfte schwer werden. Im Moment die ersten beiden, dahinter ist Anna de la Sol weiterhin gut dabei. Dann kommt außen noch Notre Amare, aber Emily ist weg. Kann sich absetzen, weiter Emily, kann sich deutlich lösen und die Favoritin punktet von Notre Amare. Seven Aces hat den dritten Platz für Anna de la Sol, der fünfte Rang noch für Black Phantom. Margherita Luthi siegte bereits am 8. September und blieb dabei klar vor Arados, der neunter wurde. Auch wenn Margherita Luthi nun durch das Aufgewicht günstiger steht, sollte sie als steigerungsfähige Dreijährige erneut vorne mitmischen können, während Arados sich steigern muss. Ganz stark, Margherita Luthi vom letzten Platz, souverän zum Sieg. Dahinter Kampf um Rang 2, vielleicht noch Reliables vor Mr. Speaker und dann Silvestra, Dostan, Sunny Star und Dispela Aegis Power, Herodus und Shining Star. Mr. Speaker gewann zuletzt auf dieser Bahn bereits ein Rennen, in dem Pageant damals als siebte und damit vorletzte ohne Möglichkeiten war. Da Mr. Speaker im Anschluss als dritter noch einmal gut lief, sollte er auch heute wieder sehr gute Siegchancen haben. Speaker findet mehr, Summer Storm, Sunny Star fliegt innen noch heran für den zweiten Platz vielleicht sogar noch. Mr. Speaker aber gewinnt dann Sunny Star knapp wohl auf der Linie noch vor Jeanette. Dieses Rennen ist quasi die Revanchepartie eines Rennens vom 8. September, als über 200 Meter weitere Distanz Search, Navy Ren, Chili Valentino und Summer Love die Plätze 3, 4, 5 und 8 belegten. Search, die ohnehin ein Muster an Beständigkeit ist, kommt die kürzere Strecke heute sogar noch entgegen, sodass sie aus diesem Quartett erneut die besten Chancen haben könnte. Navy Ren läuft in Düsseldorf aber auch ihre besten Rennen und ist ebenfalls erneut Kandidatin auf einen vorderen Platz. Ich kann hier nicht mehr verlieren. Der Prinz gewinnt vor Monte Cristo Gold, dann Surge, Navy Ren auf Platz 4, dann Chini Valentino, Poets Realm, Canore, Summer Love. Drei der 10 Starter dieses Rennens sah man bereits im vergangenen Jahr. Brave Emperor siegte damals, Best Lightning wurde Vierter und Sea Hector belegte Platz 6. Da er sich in dieser Saison häufig in zu schweren Rennen versuchte, sieht die diesjährige Bilanz von Brave Emperor nicht so gut aus wie damals und somit ist ein erneuter Sieg des englischen Gastes nicht garantiert. Auf der Siegerstraße, der Gast aus England entführt das Rennen nach England. Brave Emperor vor Parol, dann Aemilianus, Best Lightning noch Vierter vor Arnes Master, dann Sea Hector und Tapango. Lightning Jock und The King of My Heart trafen sich im Juni bereits in Dortmund, damals in einem Grupperennen. Als Fünfter blieb Lightning Jock 3 Längen vor dem Hofer Schützling und da seine anschließenden Formen auch besser waren, sehen wir Lightning Jock heute weit vorne, während The King of My Heart Außenseiter sein dürfte. Penalty, der Dreijährige gewinnt, Penalty für Eckart Sauren von Nina Slope und Best Lightning noch Dritter und dicht dabei war Akandi und in der Mitte Lightning Jock. Das war noch eng auf den kleinen Plätzen. Latreia und Nepalina trafen bereits im April, damals im Ausgleich 1, aufeinander. Erstgenannte blieb dabei 2¼ Längen vor der Konkurrentin. Die Gewichtsverhältnisse sind heute allerdings etwas anders als damals und somit ist die Wahl zwischen den beiden Stuten, die hier wohl favorisiert sein dürften, Gefühlssache.
verabschiedet sich hier Dolomit vor Pyrus mit der zweiten Luft-Sovereign State. Dann erst Wieler Fahrtsburg und innen Nepaliner. Dolomit, eine beeindruckende Vorstellung für den Schützling von Peter Schürgen. Überlegen gewinnt der Dolomit gegen Sovereign State, gegen einen unglücklichen Pyrus Wieler Fahrtsburg. Dann war es Sporting vor Latria, Nepaliner und Weltreise.